Hallo und herzlich willkommen bei dieser neuen Folge von Mirror's Edge. Wir sind im Kapitel Adrenalin, entschuldige für den Versprecher. Und ja, dann wollen wir direkt weitermachen und überhaupt keine Zeit verlieren. Aber erstmal schauen, wo wir lang müssen. Ich würde sagen, hier über den Zaun. Und ja, erstmal wieder grün, so zack, drüber. Ja. Wir sind jetzt auf dem Weg zu dieser Person, von der uns erzählt wurde. Ich weiß jetzt, ich glaube, Wobburn hieß der oder so. Und da werden wir dann wohl mal schauen, was es mit sich bringt mit diesem Typen nicht. Zack. Oh Mann. Ach, genau da lang. Kommen wir hier hoch? Nein. Hier auch nicht, hier auch nicht. So, ganz einfach gemacht. Müssen wir hier. Ist hier irgendwo ein Durchgang? Ich sehe das so schlecht, weil das alles so hell ist. Oh, da 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 da. Ach, da lang bestimmt. Oh nein! Ach. Sorry, überhaupt nicht aufgepasst gerade. Ah, das ist echt ziemlich hell, oder? Also, das liegt aber mit Sicherheit am Spiel. Ah, nicht wieder da runterfallen. Und da kommen wir auch nicht rüber. Toll. Wo müssen wir denn lang? So. Ja, toll. Jetzt war genau in derselben Situation wie eben. Jetzt kommen wir nämlich nicht weiter hoch, oder was? Wir kommen dahin. Und das war's dann auch schon wieder. Hä? Wo sollen wir denn lang, bitte? Ah, hier sind wir richtig. Gerade läuft es überhaupt nicht so, wie es laufen sollte. Ach, was mache ich denn gerade? Mensch. So, und jetzt aber. Ich habe gerade überhaupt keine Ahnung, wie ich da oben dran kommen soll. Vielleicht so hier. Ja. Das war doch ganz gut. Wir lernen dazu. Gut, da kommen wir mit Sicherheit rüber. Zack. Perfekt. Wo können wir hier lang? Da, ich schätze mal. Nein. Ach, komm, lass noch mal los. Fällt gerade auf, dass es gerade gar nicht so actionlastig ist wie unsere letzten Folgen. Am Koffer. Aber ich schätze, das wird sich gleich ändern. Ach, genau. So. Könnt ihr auch an der Wand langlaufen, das war ja eines dieser geilen Features in dem Spiel. Und zack. Das hört man ja auch überhaupt nicht. Ja, hier hoch.
Also ich würde mich erschrecken, wenn es über mir so klingen würde. Wovon er wohl spricht. So, jetzt scheint er weg zu sein. Die Pistole werde ich auf jeden Fall mir mitnehmen, falls ich sie aufheben kann. Ja, wird schon automatisch gemacht, oder? Nein? Roadburn hat also etwas gewusst. Ich frage mich, mit wem er mich trifft. Komm zurück, wir finden einen Weg, dich auch ohne Einladung da reinzubringen. Los jetzt, ich habe hier Cops, die auf dem Weg zu dir sind. Du musst ich sage doch, es hält nicht lange ohne Action. Ach, habe ich jetzt noch meine Pistole? Ja. Ach, Scheiße. Das war so nicht beabsichtigt. Ach, Mensch. Schalte ich jetzt mal aus. Oh, die kann ich nicht ausschalten. Das ist doof. Ja, dann können wir jetzt aber die Möglichkeit nutzen und nochmal von neu diesen Part spielen. Weil es ist mit Sicherheit besser für uns. Dann kommen wahrscheinlich die Cops noch nicht so früh. Ich weiß nicht, was habe ich denn falsch gemacht? Wahrscheinlich nicht genug Scheiben zerschossen oder so. Weil genau das hatte ich vor. Ah, jetzt können die Cops kommen. Und zack. So, ich bin also Staatsfeind Nummer 1. Gut zu wissen. Weiter, du hast ihn noch nicht abgeschüttelt. Schneller, 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 schneller. Oh Scheiße. Boah. Zack. Ah, das war zu langsam. Nein, ich wollte das Ding doch packen. Ich hatte aber gerade überhaupt keine Ahnung, wie ich das packen soll.
Ah, ich hatte es doch schon, Mensch. Solche Stellen stören mich ein bisschen, weil ich da nicht wirklich weiß, wie das gehen soll. Was mache ich denn bitte falsch? Gott, jetzt habe ich es wenigstens schon geschafft und dann geht es schon wieder nicht weiter. Und vor allem, wo bin ich denn gewesen? Bin ich da oben gewesen oder bin ich unten gewesen? Ich würde sagen, ich bin oben gewesen. Dann komm, machen wir nochmal auf, los. Ja, ich wurde verloren. Drake hat weiter vorne ein Versteck. Lauf Richtung Kräne. Ich gebe dir gleich weitere Infos. Nochmal Anlauf nehmen. Komm schon, Mensch, das ist doch Schwachsinn, ey. Und da sind wir tot. Drake hat weiter vorne ein Versteck. Lauf Richtung Kräne. Ich gebe dir gleich weitere Infos. Machen wir das aber ein bisschen besser, ne? Zack. Und zack. Und komm. Och, warum ist da dieser blöder Hügel? Das gibt es doch nicht, Mann. Wie soll ich denn da rüberkommen, ohne dass der Hubschrauber irgendwas mit mir macht? Mensch, Mensch, Mensch. Und sofort tot. Ja, meine sehr geehrten Zuschauer, also ich denke, man merkt, dass ich dieses Spiel im Moment nicht so beherrsche. Ich hoffe, es ist trotzdem amüsant zuzusehen, wie ich die ganze Zeit auf die Schnauze fliege. Ja, halt die Schnauze, Hubschrauber. Verdammt noch mal! Drake hat weiter vorne ein Versteck. Lauf Richtung Kräne. Ich gebe dir gleich weitere Infos. Yo, was? Hör mal, meine Zuschauer, ich weiß nicht, ob ihr irgendwo die Lösung seht. Ist auf jeden Fall gerade echt nervtötend, wenn ich das mal so sagen darf. Ich meine, die nehmen einen ja sofort unter Beschuss, also. Und dann wird man direkt getroffen. Jetzt scheinen wir es endlich mal geschafft zu haben. Aber nein, der Hubschrauber greift uns natürlich direkt weiter an. Es ist unmöglich.
Richtung Kräne. Ich gebe dir gleich weitere Infos. Ja, ich weiß so langsam, dass die einen Hubschrauber geschickt haben, Mensch. Das ist doch echt nicht wahr, oder? Ich halt hier unten lang, falls das gehen sollte. Soll ich denn jetzt schon wieder lang? Ja, und wahrscheinlich sind wir gleich wieder tot, weil der Hubschrauber uns überhaupt keine Chance lässt. Danke. Das war der letzte Feld, also beweg dich. Es tut mir leid, dass die jetzt einen kleinen Tick länger geht als die sonstigen Folgen. Aber wir wollen ja nichts verpassen, oder? So, liebe Zuschauer, ich werde jetzt hier den Cut setzen, weil hier ist jetzt gerade nichts mehr los. Danke fürs Einschalten und schaut auch das nächste Mal rein, wenn es wieder heißt Let's Play Mirror's Edge.